Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Feuerrot. Feuer, Feuerrot. So, wo hat Kilian uns denn hier rausgelassen? Ach ja, diese Folge wieder mit mir, logischerweise. Ich weiß nicht mehr, ich weiß noch, dass ich vorletzte Folge oder letzte Folge eine Karte gesucht habe, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was jetzt mein Fazit war. Ach, egal. So. Ich habe gehört, wir haben einen neuen Orden. Ich war im Fels... Ich war nicht im Felstunnel, aber ich wollte in den Felstunnel. Das scheint... Das wird eine mit Pflanzen oder Dingens-Pokémon zu sein. Das heißt, wir nehmen mal... Mausebein. Bam. Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Hm, dann schauen wir uns das mal an. Pfadfinderin, oder? Ach, Picknicker. Ach, die sehen aber auch alle gleich aus. Pikachu. Hm. Ich würde mal sagen, mein Mausebein ist schneller. Ja, das tut weh. Verflucht heftig. Pikachu wurde besiegt. Oh nein. Egal. Pipi. Nein, Rot möchte das Pokémon nicht wechseln. Jetzt jedenfalls nicht. Picknickeriana. Sie ist schneller. Gut, dafür zieht es auch nichts ab. Ja, okay, wir sind paralysiert und können nicht angreifen. Ich habe jetzt... Es gibt jetzt das neue Pokémon X oder XY oder wie das heißt. Und das sieht ja mal krass aus. Die Grafik meine ich. Den Kämpfen und alles 3D und nicht schlecht. Ich glaube, ich bin noch nicht im Jahre 2014 angekommen. Doch, schon wieder. Und Rot gewinnt 400 Pokédollar. Rot sind übrigens wir. So, jetzt müssen wir aber doch noch mal kurz uns heilen. Willkommen im Pokémon Center. Ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Und tausche sie heimlich gegen andere aus. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Mhm, vielen Dank, Schwester Joy. Rocco ist immer verliebt in Schwester Joy. So, Felstunnel. Einmal tief einatmen. Und rein. Ich mag das, diese... Ach du Schande. Ich weiß noch, hier sieht man ja gar nichts. Beim allerersten, bei Pokémon Rot, Blau... Gelb, glaube ich auch. Und bei den anderen, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall für den normalen Gameboy Classic, Gameboy und Gameboy Color, glaube ich. Da, wenn man da in den Felstunnel gegangen ist... Hat er noch keinen Blitz? Habe ich nicht. Haben wir das nicht geholt, Blitz? Da konnte man auch so durch den Felstunnel durch. Da hat man immer die Helligkeit des Gameboys ganz hoch gedreht. Jedenfalls ich immer. Und dann konnte man echt, wenn man das so ein bisschen gegen das Licht gehalten hat, konnte man echt die Umrisse der Wände erkennen und man wusste, wo man dann lang muss. Ja, Mensch, damals hat man das noch auswendig gelernt. Da konnte man das noch. Doch, doch, Blitz. Stopp, nein, ach nee. Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Nein, nee. Nein, nicht erlernen, ja. Wir hätten das doch Mirapla beigebracht, oder? Aha. Setz deinen Blitz ein. Hey. Oh, da kommt wieder Stein-Pokémon, oder? Da setzen wir mal lieber... Aber gegen ihn hier können wir doch... Was wird der denn wohl dabei haben? Meine Pokémon wollen kämpfen. Los. Okay, dann mal los. Komm. Maniac. Pokémon Maniac. Ja, ich wusste es. Ha! Das ist klar. Wer so aussieht? Torben. Pokémon Maniac Torben. Oh, ein Tragosso. Silberblick. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, Mausebein. Ganz ruhig. Bleib doch mal ruhig. So.
Du kommst jetzt zu deiner Rache. Das war's. Tschüssi, Tragosso. Fleckmon? Nein, wir möchten wieder das Pokémon nicht wechseln. Pokémaniac Torben. So, jetzt kannst du zeigen, Mausebein, was du kannst. Aber die haben, glaube ich, eine starke Verteidigung, ne? Und ein Angriff, der gar nicht mal so schlecht ist. Aber für uns stellt das natürlich kein Problem dar. Und das ist Level 24. Cool. 3, 3, 1, 1, 2, 2. Mhm. Spieler besiegt Pokémonicum. Game over. Jetzt müssen wir mal wieder tauschen, weil wenn ich hier im Kampf mit so einem blöden Zufalls-Pokémon komme, wie jetzt, und es ist auch noch ein Stein-Pokémon. Oh, ein Menki. Ich hatte damals meine... Apropos Menki, ich hatte damals meine Klassenkameraden, und das denke ich mir jetzt wirklich nicht aus. Die hat felsenfest behauptet, sie hätte im Urlaub... Also... Das war... Also, es ist schon länger her. Also, da waren wir noch klein. Zwei Jahre, also waren wir 20, in der 7. Klasse. Und sie war blind. Nein, das war schon... Boah, das war in der Grundschule. Und dann war sie auf Spanien Urlaub. Und wir haben öfters mal was zusammen gemacht. Freundschaftsmäßig, natürlich nur. Ich meine, man ist ja in der Grundschule gewesen und da konnten Mann und Frau noch Freund sein, ohne dass da großartig... Natürlich, wenn man in dem Alter dann in der Klasse dann irgendwo was macht, dann heißt das immer von den Mitschülern natürlich, ja, einen auf heiraten. Verliebt, verlobt, verheiratet. Wer kennt das nicht? Aber egal, wir haben öfters mal was zusammen gemacht. Und dann meinte sie, als sie aus dem Urlaub wiederkam, aus Spanien, Schutz haben wir übrigens gefunden. Vielleicht gar nicht so schlecht, aber es hält ja immer nur ein paar Schritte. Ist das schon wieder Menki? Ja, ja, ich weiß. Braucht mich nicht dran erinnern. Ich will es ja gerade erzählen. Und die hat behauptet, sie hat ein Pokémon gesehen, dass dort Menkis frei herumlaufen in Spanien. Das habe ich natürlich nicht geglaubt zuerst. Auch wenn ich das immer richtig... Ich fand das sowieso immer richtig cool. Ich hab... Das ist so typisch... wie soll ich das erklären? Ich hab diese ganze... Ich sag einfach mal so, ich wäre richtig gerne Pokémon-Trainer gewesen. Man hätte nicht in die Schule gehen müssen. Ash war immer mein Vorbild. Nicht in die Schule gehen müssen, erfolgreicher Pokémon-Trainer. Den ganzen Tag rumreisen. Mit seinen Freunden. Wer hätte das... Wer will das... Bitteschön, dich. Wer will das nicht? Den ganzen Tag rumreisen, mit seinen Freunden nicht in die Schule gehen müssen, trotzdem immer Geld haben und alles können und wissen und machen und... Ach ja. Das war mein Traum. Das war mein heimlicher Wunsch. Ja, wirklich. Deswegen wollte ich das gerne glauben, dass sie das gesehen hat, aber ich habe es nicht geglaubt. Aber sie ist davon felsenfest überzeugt gewesen. Und ich mal so, nein, 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 das gibt's nicht, Pokémon gibt's nicht in echt. Aber ich muss sagen, einmal habe ich auch jemanden verarscht als Kind damit. Und zwar... Kleinen Moment. Na. Mach ruhig weiter, dann Aussetzer. Und zwar, es gab damals solche Spiel-Pokebälle, wo so kleine Pokémon-Figuren drin war. Ich hatte so ein Pokéball, da war so ein kleines Pikachu drin. Das ist, weiß ich nicht, wie groß das war. Das war vielleicht 5 cm groß oder sowas. Also richtig klein nur. Weil der Pokémon war ja auch nicht gerade groß. Sind ja auch nicht groß. Und dann hatte ich einen Kumpel von mir. Also ich muss sagen, da war ich auch noch irgendwas zwischen 18 und 19. Also zwischen 7 und 9. Und dann hatte ich dem erzählt, ich habe ein echtes Pokémon zu Hause. Und der natürlich, was? Nein, natürlich nicht. Natürlich, hast du nicht. So, ich so, doch, 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 habe ich. Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich habe ein Pokémon zu Hause. Und er dann natürlich so, dann zeig. So. Gut, dann kommt der Plan natürlich so ein bisschen ins Wanken. Aber ich habe mir gedacht, ich ziehe das halt bis zum Ende durch. Damit er bis zum Schluss glaubt, dass ich ein echtes Pokémon habe. Und dann... Dann habe ich meinen kleinen Pokéball, dann haben wir uns, wir hatten draußen vor dem Haus so einen Rasen. So ein Riesengrundstück war das. Und da haben wir uns getroffen und dann hatte ich diesen Pokéball mit.
So, was finden wir? Beleber. So, dann hatte ich halt diesen Pokéball mit rausgenommen. Und dann standen wir da. Und er so, ich glaube dir das immer noch nicht. Ich so, ja doch, hier, ich habe doch den Pokéball. Und er dann, trotzdem, nee, ich glaube ich dir nicht. So habe ich gesagt, na gut, dann muss ich wohl Pikachu rausholen, wenn du es mir nicht glauben willst. Und er so, ja, musst du. So, ich dann den Pokéball geworfen. Der natürlich auf dem Boden aufgeschlagen, auseinandergeplatzt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas, ich glaube, da ist sogar irgendwas abgebrochen dabei. Diese Halterung. Und dann zack, klack, Pikachu auf dem Boden. Ja, und das war's. Und da wusste er natürlich spätestens, dass ich kein echtes Pokémon hatte. Aber es war schon cool, es war schon cool. Ja, nun habe ich so viel rumerzählt. Ich komme nicht oft hier, aber ich will kämpfen. Picknicker, oder? Picknicker oder Pfadfinder? Picknicker oder Pfadfinder? Ich sage dieses Picknicker. Ah, es ist immer Picknicker, fast. Jedenfalls hier. So, ja gut. Massenabfertigung mit Hyperzahn. Oh Gott, aber Hyperzahn hat ja nicht ewige, hat ja nicht unendlich Attackenpunkte. Bisasam, ja, da möchten wir mal Glumanda einsetzen. Glumandari meine ich. Oh, ich muss das Ding unbedingt umbenennen. Das muss jetzt Glutexo hier. Glutexo hier. Warum bitte? Naja. Okay, dann halt noch einmal was Glutiges. Naja, 301 EP, ich hätte mir mehr versprochen, aber na gut, gut, es ist eure Welt, ich lebe nur. Wir wollen mal kurz speichern. Aha, super. Ah nee, brauchen wir nicht mehr wechseln. Stopp. Ja, ich möchte etwas über Spaßvögel erfahren. Liebend gerne. Ein Pokémaniac. Ich dachte auch früher, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich erzähle manchmal so viel, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Oh. Ach was. Ich habe früher, es gibt ja hier diese Teenager. Teenager Tim, Teenager Thorsten, Teenager Tusnelda. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Oh, ein Tragosso. Auf jeden Fall habe ich früher mal gedacht, das heißt Teenager. Da sitzt man da als Sechsjähriger vom Gameboy, weil da kam die Edition raus. Habe ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt, also die blaue Edition. Und dann natürlich gleich reingelegt. Und ich fand sowieso damals das Design dieser Packung viel stilvoller als heute. Heute sind das irgendwelche Pappdinger oder, irgendwelche Plastikteile. Und damals noch mit einem richtig schönen Artwork vorne drauf, wie bei Pokémon Blau mit einem schönen Turtok oder mit einem Glurak auf der roten Edition. Und boah, das hatte was, das hatte echt was. Und heute? Irgendwelche Pappdinger mit irgendwelchen computeranimierten Dingern drauf. Weiß ich nicht, das sah halt viel besser aus damals. Und ja, jetzt ist man da als Sechsjähriger vom Gameboy, kann kein Englisch und dann sieht man da auf einmal ein irgendwas mit T und dann Nager dahinter. Dann denkt man natürlich T-Nager. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der jemals T-Nager gelesen hat. Obwohl, man soll das ja nicht unterschätzen. Wasser. Das ist ein Wanderer, das sehe ich jetzt schon. Das sind beides Wanderer. Da muss ich dann wohl Micke reinnehmen. Oh, dann ein richtig schönes Onyx oder Kleinstein. Georock, Geowatz, war es so rum oder war es Geowatz, Georock? Auf jeden Fall hat auch was. Aber richtig cool ist ja auch ein Hypno. Der Kinderschänder-Hypno. Vielleicht kennt ja jemand diese Creepypasta. Das Hypno Kinder entführt. Ich weiß gar nicht, was vergewaltigt der die dann auch? Ich weiß es gar nicht. Wäre aber ein bisschen krass, oder? Wenn Hypno auch noch die Kinder dann irgendwie penetrieren würde. Auf jeden Fall
gibt es ja auch so ein, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß ja auch gar nicht mehr, wie das genau ging. Ich habe das bei YouTube mal gesehen. Ganz interessant aber, ich mag sowas. Solche mysteriösen Sachen. Aha, los, Mike. Toll. Zack und tschüssi. So, jetzt kannst du deinen Kick da machen. Oder deinen Schlag. Gut, das war Schaufler. Ah, gut, okay. Schnabel. Warum auch das Teil immer Schnabel kann? Onix, hey. Wasser-Pokémon haben wir gar nicht in unserem Team, ne? Oder ein Pflanzen-Pokémon. Doch, Myrapla, aber das taugt ja nichts. Und nochmal. Mach du ruhig dann Härten. Also die KI, die ist hier... Sagen wir so, es gibt bessere. Du bist gut. Danke. Nehmen wir den Trainer auch nochmal mit. Meine Pokémon werden dich das Fürchten lehren. Eine Herausforderung von Wanderer Hugo. Ja. Mir war gerade danach, es überkam mich gerade. Ich muss da immer, falls jemand, na, wie heißt es denn? Mann, bin ich vergesslich. Saints Row, Saints Row 3. Da kommt ja Zimdas drin vor. Der hat Kehlkopfkrebs gehabt oder sowas und muss jetzt über so ein Mikrofon sprechen und schleppt immer so ein goldenes Mikrofon mit sich rum. Egal, auch bei der wildesten Schießerei schleppt er das mit sich rum einfach und hält sich das an den Hals. Und dann redet er immer und dann singt er aber immer. Er redet nicht, er singt eigentlich eher. Also es ist auch, Rappen ist es auch nicht, es ist einfach singendes Reden oder redendes Singen. Das ist schon echt krass, also das ist so lustig. Ich kann das leider nicht nachmachen, ich bin sowieso leider sehr, sehr schlecht in irgendwelchen Sachen imitieren. Sonst hätte ich das jetzt mal gemacht. Sonst hätte ich wahrscheinlich das ganze Let's Play so kommentiert, so singend. Oh, was passiert da gerade? Oh, ein Wanderer. Dann müssen wir das Pokémon wechseln. Oder auch nicht. Also ich kann das nicht mal Viertel so gut. Nicht mal ein Hundertstel so gut. Vielleicht sollte ich so einen Sampler manchmal einspielen. Oh, das wäre... Ja, das ist die Idee. Wenn dann was Außergewöhnliches ist, wenn es passt, dann spiele ich so einen Sampler ein von Zimdas. So ein What's Happening... Ja, das ist aber nicht so effektiv. Es reicht aber. Auch wenn es nicht so effektiv ist, es reicht. Mit dem kleinstmöglichen Aufwand den größtmöglichen Erfolg erreichen. Das Minimax-Prinzip, das gibt's eigentlich nicht, aber... Ach du, jetzt hat er noch drei, noch insgesamt vier Pokémon. Fuchtler? Ich hab doch gar nicht mehr Fuchtler. Hab ich Fuchtler? Oh, scheiße. Wow. Verwirrt auch noch. Ja, Intensität ist Hammer. Ich wüsste auch nicht, wie ich das uns Kilian erklären sollte, wenn sein Mike hier auf einmal stirbt. Aber es ist ja nochmal gut gegangen. Aber Mike muss nochmal dran glauben. Och, das ist immer so doof. Aber wir wollen Mike ja nicht sterben lassen, deswegen setzen wir jetzt den Supertrank ein. Das kann ich Kilian ja nicht antun. Nach dem, was er für mich getan hat. Nein, nicht Beutel. Mike ist verwirrt.
Aber Mike ist gut. Oh, schon wieder 8? Das gibt's doch gar nicht. Und wenn es noch ein Volltreffer ist, dann war's das. Boah. Langsam reicht's aber auch mit dem Verwirrtsein. Und wahrscheinlich tötet er sich jetzt selbst. Nein, die doch nicht. Setz du ruhig deinen Silberblick ein. Wanderer Janno. Ich habe gewonnen, danke, das habe ich gesehen. So. Ich werde jetzt hier abspeichern. Ja, Kilian wird sicherlich den Rest der Höhle meistern. Ich lasse ihn jetzt an diesem Wasserloch hier raus. Das hat er sich, kann er sich erfrischen. Und oh, nein, zurück. Und wir werden uns beim übernächsten Mal wiedersehen. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich wünsche eine angenehme Nachtruhe, fröhliches Fangen und alles andere auch. Bis dann, ciao.